Moin Moin und willkommen zurück zur Siegesstraße in Pokémon Blattgrün. Okay, das sieht ziemlich einfach aus. Okay. Billige Schieberätsel. Und wie kann das jetzt sein? Ich habe doch einen Schutz drin. Oh, Level 48. Okay, das würde es vielleicht erklären. Und ich habe vergessen, Plötze zu heilen. Notiz an mich, Plötze heilen. Das war jetzt doof. Übertrank. Zack, bist voll. Ich glaube, wir schon dabei kriegen auch Cyber und Brick mal schnell einen Supertrank. Und wieder in den Trainer reingerannt. Abschlussprüfung aller Trainer. Das ist völliger Unsinn, weil es immer noch die Liga gibt. Und wer diese Abschlussprüfung dann besteht, der ist Champ. Hallo Stolrak und Tschüss Stolrak. Robustheit gilt hier noch nicht. Davon abgesehen, dass Stolrak, glaube ich, auch Steinhaupt haben kann. Aber, tja, blöd gelaufen. Er ist nur Level 43? Wenn die Pokémon hier schon bis Level 48 hochgehen, ist das erstaunlich. Ich dachte, die Trainer wären immer stärker als die wilden Pokémon. Einfach nochmal Surfer. Ja, macht immer noch guten Schaden. Wobei, ich sollte mit dem Surfer vielleicht nicht so sehr um mich werfen, da ich schließlich auch noch, Moment mal eben. Da ich den vielleicht noch weiter brauche hier, wollte ich gerade sagen, aber... Gab es überhaupt keine Kaskade? Wurde Kaskade wirklich erst mit der zweiten Gen eingeführt? Und ich bin mir sicher, dass es dort Kaskade gab. Und ja, ich sollte ein anderes Pokémon nach vorne setzen. Wobei, eigentlich nicht. Eigentlich vielleicht gerade deshalb nicht. Also könnte ich die ganz starken Pokémon hier halt Level 48 nochmal kurz mitnehmen, als ein bisschen extra Training. Freeze. Eigentlich der gemeinste Status von allen. Einfrieren. So klar, jeder Status hat Vor- und Nachteile, aber Freeze hat halt, glaube ich, auch die geringste Chance, dass man ihn wieder los wird. Sandsturm. Theoretisch nützlich für Libeldra. Praktisch? Nö. Also halt praktisch nö, weil wäre schlecht für den Rest des Teams. Regentanz ist halt nur für ein Teammitglied vielleicht ein Problem. Und das ist teilbar. Und ich kann vor allen Dingen auch noch Brick und Mr. Bubbles dadurch quasi stärken. Deswegen, Regentanz könnte nützlich sein. Jetzt hätte ich natürlich gerne noch einen Nassbrocken, damit ich Regentanz voll ausnutzen kann. Habe ich aber leider nicht. Da gehe ich jetzt doch mal raus. Wahrscheinlich könnte mir das Elektroball auch nichts, aber da habe ich jetzt dann... Doch ein bisschen Angst. Ballert der in der ersten Runde im Finale raus? Alter! Gut, dass wir einen Libeldra haben. Ein Vibrava wäre jetzt verreckt. Was ein Sack. Elektroball. Erster Angriff. Finale. Und zum Glück auch nur ein Finale und keine Explosion. Ne? So viel ja auch. Toi, toi, toi. Aber trotzdem. Muss das denn sein?
Wie viel AP hat Erdbeben jetzt eigentlich? Und ich hatte gar... Moment. Hatte ich AP Plus über für Erdbeben? Ne, sind 10. Echt? Hatte ich nicht noch ein AP Plus irgendwo rumfliegen? AP Plus oder so ein AP Top? AP Plus, da. Nehme ich auch gleich mal für Erdbeben. Weil Zuvi halt quasi meine einzige Waffe gegen Elektro-Pokémon ist. Oh, ganz ehrlich, Flop. Einmal schnell alle auf Level 47, wenn ich schon dabei bin. So, jetzt, wie viel hat das erhöht? 2. Immerhin. Ich glaube, 3 war das Maximum, da kann ich mich bei 2 jetzt nicht so sehr beschweren, ne? Ich sollte vielleicht doch ein anderes Pokémon nach vorne setzen. Die wilden Pokémon nerven mich schon ein kleines bisschen. Meine Güte, Plötze, was los? Hebt ihr das für die Pokémon-Liga auf? Ups, das hätte eine Winterhose sein sollen. Oh, schade, das wäre jetzt witzig gewesen, ne? Erstmal schön das Xanto taunten, indem man nur Regentanz einsetzt. Oh, das überlegt. Ernsthaft? So unnötig. Einfach nur AP verschwendet. Was ein Quatsch. So. Schutz. Ich weiß übrigens auch nicht warum. Ich könnte jetzt einfach den Top-Schutz benutzen, aber ich habe da so den Tick, dass ich dann erst den Superschutz aufbrauche. Das ist völlig unnötig, aber ich mache es halt so. Domteur Ottfried. Das ist ein interessanter Name. Ottfried, noch nie gehört. Ich hoffe ja irgendwie, dass der Champ am Ende ein Feuerteam hat. Zum einen würde es halt sehr gut zu Glurak passen. Und zum anderen würde ich ihn einfach komplett auseinandernehmen. Also so richtig auseinandernehmen. Allgemein hoffe ich, dass da jetzt ein paar starke Teams in der Top 4 kommen. Ah, nee, da war noch ein Item. Nach dem, was wir jetzt in letzter Zeit so gesehen haben, ich bin halt einfach nur noch dauerhaft von den Gegnern enttäuscht. Bei dem ganzen unterentwickelten Kram, die jetzt haben, das ist schade. Das finde ich schon traurig. Deswegen will ich dann hoffen, dass sie in der Liga irgendwas haben, was ja... was zumindest ein... ja... Müsste jetzt nicht wie Siegfried in der zweiten Gen mit seinen Dragorans um sich werfen, aber... Oh Gott, schon wieder, meine Fresse. Aber ins sind aufgetaucht. Aber dass sie halt zumindest in ihre Teams entwickelt hätten, wäre schon echt nett. Ich meine, auch da gab es ja, glaube ich, eine Einstellung im Randomizer für, die müsste ich dann definitiv beim nächsten Mal benutzen. Aber ich finde es schon schlimm, dass sowas überhaupt nötig ist, dass man sowas... ja, explizit einstellen muss, von wegen entwickle die Pokémon mal, wenn sie auf Level 30 sind. Ist ja grauenvoll. Und ich sehe, ich sollte mal ein Thema aus der Küche holen. Ja, kurzer Schnitt, ich hole meinen Tee. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Schön kochend heißer Tee, an dem ich mir jetzt wunderbar erstmal die Zunge verbrennen kann.
Wo muss ich hin? Erzählt von einem Wunderkind. Oh, das ist ja nett. Wer ist es denn? Jetzt muss ich nur die Tasse hier irgendwo auf dem Schreibtisch abstellen. Nils, das ist witzig, du heißt wie ich. Jetzt muss ich die Tasse hier irgendwo auf dem Schreibtisch abstellen, wo Platz dafür ist. Ohne, dass sie mir im Weg steht. Lichter aus. Ach Quatsch. Ich wünschte gerade, ich hätte die L-Taste auch als A definiert. Da könnte ich jetzt schon mit einer Hand den Tee rühren und mit der anderen spielen. Gut. Ich habe meine Meinung kurzfristig geändert. Ich wechsle doch aus. Ich dachte, das macht mehr Schaden. Das wird man jetzt wahrscheinlich ein bisschen hören. Tut mir leid. Oh. Er ist kräftig geworden. Vielleicht doch nicht ganz so lange ziehen lassen. Aber lecker. Ist zwar eigentlich noch ein bisschen warm vielleicht für Tee draußen, aber was soll's. Ich mag Tee. Mein Namensbruder hier hat ein sehr interessantes Team. Garados und Garados. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein Garados? Das hätten wir noch gar nicht gesehen. Also, wie wär's damit? Garados ist auch eins der Pokémon, die der Champ eigentlich hat. Bin ich ja mal gespannt. Oh, Ninjas. Es war also tatsächlich ein Flugteam. Bei mir hätte ich eher ein Wasserteam erwartet. Wenn ich bedenke, dass ich immer noch jedes neue Pokémon-Spiel zuallererst mit dem Wasserstarter durchspiele, weil das quasi schon eine Tradition bei mir ist. Ich meine, ja, Glumanda ist... Ich glaube, Glumanda ist wirklich mein Lieblingsstarter of all time. Aber... Oi. Apropos Glumanda. Halt jedes Pokémon-Spiel, was ich zum ersten Mal spiele, Wasserstarter, weil ich damals so mit Turtok angefangen habe. So war es und so wird es immer sein. Um mal Rammstein zu zitieren. Gut, nicht wirklich, das hat wahrscheinlich schon jeder zweite Mensch der Welt mal gesagt, aber was soll's. Sichter. Aber ein stylisches Team. Gut, das Doppelgardos. Ja. Aber sonst cooles Team. Du bist das Wunderkind. Nein! Nein, doch! Oh! Doppelleber, ne? Den kann ich verticken, um mir dafür hinterher anderes Zeug zu holen. Muss ich den Stein da oben hinschieben? Ja gut, du schiebst weiter, ich trinke Tee. Es ist eine ganz faire Arbeitsteilung, nicht wahr? Dass ich immer die Tasse... Moment, das mache ich jetzt wirklich Hitzekoller. Werde ich, glaube ich, nicht benutzen, weil mir das mit dem Angriff, Spezialangriff senken vielleicht doch ein bisschen zu blöd ist. So. So, jetzt kann ich mit einer Hand Tee trinken und mit einer Hand das Spiel spielen. Viel besser. Gut, an den Startknopf komme ich immer noch nicht ran. Den Fehler mache ich übrigens jedes Mal. Jetzt will ich erst da oben reinrennen, wobei das ziemlich sicher nicht der richtige Weg ist. Aber ich habe jetzt den Stein hier hingeschoben und kann damit da unten weiter. Deswegen ignoriere ich diesen Gang jetzt einfach, weil ich keine Lust habe, den Stein nochmal hierher zu schieben. Ich glaube, da oben geht es irgendwo Richtung, Richtung da, wo früher Lava das war. Ich sollte vielleicht doch mal Plötze von der Spitze nehmen. Hat langsam genug hier trainiert. Aber Plötze ist halt doch echt ein gutes Pokémon. Wasser, Eis und Drachenattacken. Da kommt man halt schon ganz gut mit an. Wobei ich gerade sehe, ich habe nur noch zwei Eissträhle jetzt. Also hat sich wahrscheinlich gleich eh erledigt. Größere Tasse, die hier ist gleich schon leer. Tauboss.
Das Taubers, was uns bei unserem Rivalen die ganze Zeit fehlt. Das finde ich so eigentlich ganz interessant, dass der Rivale halt einen Taubers hat, weil es halt einfach der Standardvogel ist. Ibizak ist ja quasi stärker. Was, die setzen Tränke ein, warum denke ich da nie dran? Also Ibizak hat, glaube ich, wirklich mehr Angriff als Taubers. Aber Habitak ist halt deutlich seltener als Taubsi, deswegen hat man normalerweise immer einen Taubsi dabei. In der ersten Gen. Wenn man das auf der ersten Route findet und dann auf der dritten, glaube ich, nochmal und auf der quasi auf jeder zweiten Route. Alles, was keine Wasserrouten sind, enthält Taubsi gefühlt. Und noch, ja. Und dieser Trainer hier macht es halt genauso. Das Pokémon, was man am öftesten findet, das kommt jetzt halt auch mit. Tja, ich habe hier noch ein paar mehr Eissträhle. Ich habe mir vor diesem Part einen Tee gemacht. Der ist jetzt gleich alle und ich kann mir nach diesem Part einen neuen Tee machen. Ja, so ein Scheiß. Vielleicht sollte ich mir mal eine Kanne Tee machen. Oder eine Flasche. Und da ist er, Sibitak. Hier hätte ich eigentlich wunderbar Frostbeule machen können. Da hätte mir ja quasi nichts passieren können. Außer vielleicht Wirbelwind, dann hätte es nicht viel gebracht. Ja, toll. Wäre ja auch egal gewesen. Ja, ich bin mir sicher, hier unten bin ich richtig. Ich nehme jetzt wirklich mal Plötze von der Spitze. Und Mr. Bubbles. Ich glaube, Mr. Bubbles hat schon eine ganze Weile nicht mehr gekämpft. Wahrscheinlich in der Arena zuletzt. Und ich habe es nur schon... Nee, gar nicht, war in der Arena. Konnte nicht sein. Das war eine Elektro-Arena. Heißt das, wir haben Valryza eigentlich noch gar nicht in Aktion gesehen? Hm. Ich merke halt, mit dem Eis-Pokémon gegen den Kampf-Pokémon drinbleiben ist auch halt nicht so die schlauste aller Methoden. Gut, dass es nur Geowurf war. Ich wechsle doch wieder aus. So, wie übernimm du den Quatsch mal. Wobei es mich... Okay. Okay. Wobei es mich allen Ernstes nicht überraschen würde. Wenn Razzaf nichts anderes als Geowurf gehabt hätte, so an Kampfattacken. Quappo hat wahrscheinlich... Mist! Ich wollte gerade sagen, Quappo hat wahrscheinlich Wuchtschlag, was natürlich ziemlich uncool wäre. Und Überroller, was eine recht starke Attacke ist. Aber vor allen Dingen hat Quappo Hypnose und das mag ich nicht. Ja, mein Tee ist alle. So viel dazu. Und ich bin immer noch zu blöd, es mir zu merken. Astrina gleich Trinke. Merk es dir. Ich setze immer jetzt eine schwächere Attacke ein, um ein bisschen AP zu sparen. Wobei schwächer ist jetzt hier relativ. Also gut, Stärke ist schwächer als Erdbeben, aber es ist immer noch Suvi. Die haut rein. Das ist ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, dass Suvi im Spiel ja quasi... Ja, was heißt quasi? Ja, überhaupt nicht kämpft. Ist ja eine Wissenschaftlerin. Hast du noch einen Trank? Nein, okay. Ansonsten auch egal, weil... Okay, Crit, das hätte wahrscheinlich sowieso mit Trank auch gereicht. Und Kikli. Cooles Pokémon eigentlich. Wobei ich Nocturne tatsächlich lieber mag, einfach nur dafür, dass es die Elementarschläge hat. Das ist geil. Und theoretisch ist es auch nützlich, wenn man Pokémon züchten will, weil man halt mit dem Nocturne ganz gut vererben könnte. Logok, na jetzt packst du aber aus. Ich meine, immer noch
Erdbeben und gib ihm, aber prinzipiell, ne? Gute Wahl. Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier für heute Feierabend. Ich glaube, ich heile nur noch schnell mein Team einmal wieder. Einmal Supertränke für alle. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und ich denke, dass wir beim nächsten Mal dann auch mit der Siegesstraße fertig werden. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wie lange die noch ist. Ich würde halt gerne... Ich hoffe jetzt, dass es so läuft. Ich werde beim nächsten Mal recht genau fertig mit der Siegesstraße. Genau 20 Minuten quasi. Dass ich dann in Ruhe in einem neuen Part nochmal die Pokémon-Liga anfangen kann. Weil ich natürlich die Pokémon nochmal vorher schnell ein bisschen hochleveln muss. Und ja, da kann man das Ganze in Ruhe in einem extra Part starten. Finde ich einfach schöner. Wenn ich jetzt in den nächsten 5 Minuten der Liga ankomme, gut, dann werden wir die natürlich noch starten, weil ich mache keinen 5-Minuten-Part. Das finde ich auch zu blöd. Gut, das war's aber erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.